Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir wollten noch mal nach der Dame gucken in der U-Bahn. Could you thin out the zombies on your way down? I don't Nö. like 'em building up out there. Nein, mache ich nicht. Ihr seid mir egal. die U-Bahn. Ich wähle eigentlich immer Tag aus, weil ich bei Nacht so schlecht Sachen sehe und das Gefühl habe, die Zombies sind bei Nacht irgendwie aggressiver und mehr vorhanden. Aber bei der U-Bahn macht es ja absolut gar keinen Unterschied, oder? Da ist immer dunkel. Aber wie seht ihr das eigentlich? Also ich spiele lieber, wenn ich außerhalb spiele, bei Tageslicht. Bei euch ist es wahrscheinlich interessanter, wenn es dunkel ist, oder? Hell ist besser. Okay. Hauptsache, man sieht was. Naja. Das ist immer das Problem bei Nacht, ne? Kann man die Quest markieren? Verfügbare Quests. So, perfekt. Nadia hat sich in der U-Bahn eingeschlossen. Suche nach Hinweisen auf sie. Blut. Also hat sie ihre Tage. Okay, Nadia ist in der Nähe. Bei 7 Days to Die ist es jetzt inzwischen so, dass auch tagsüber in Häusern extrem dunkel sein kann. Echt? Ich wollte mal wieder da reinschauen bei 7 Days to Die. Da ist ja vor einer Weile ein großer Patch rausgekommen. Und der Kufo hat mich auch darauf angesprochen, ob wir mal wieder einen Server mieten wollen und dann mal wieder zu zweit drauf spielen. Also es könnte sein, dass wir demnächst mal wieder ein bisschen 7 Days to Die streamen werden. Nadias Karte. Sure went to a lot of trouble. Handgezeichnete U-Bahn-Karte. Finde die 4 Zahlen, die ich hinterlassen habe, für den Code zum Öffnen des Raums, in dem ich eingesperrt bin. You've come to kill me. Oh. Wir sind nicht hergekommen, um sie zu finden und zu retten. Wir sind hergekommen, um sie zu finden und uns zu töten. Sie weiß schon, dass sie ein Zombie wird. Denke ich mal. Huh? You've come to kill me. Find the 4 numbers I've left. Put them in ascending order for the code to the room where I'm locked away. Please hurry. Also aufsteigende Reihenfolge. Ascending order. Einen gibt's. Wo sind wir gerade? Ach, wir sind hier. Mist, wir müssen jetzt wieder. Oh, wir müssen jetzt wieder da draußen rumlaufen. Gerade eben ist alles geklärt und jetzt ist ja alles wieder vollgespawnt. Also der erste Code müsste direkt am Safe Room sein. Der nächste in dem Zug in der Mitte vor den Tunnel. Und der nächste dann in dem Side Tunnel und dann ganz hinten in dem Side Tunnel. Okay. Was gibt's hier noch Schönes, wenn ich mal so fragen darf? Zug. Oh Gott, wo kommen wir denn hier hin? Ah, da brauchen wir nicht hin, da waren wir schon. Man könnte sich diese Kiste noch holen gehen, aber sind einfach irgendwelche random lila Drops, die uns eigentlich nicht wirklich interessieren. Okay. Gehen wir die Quest machen. Also. Der erste Code müsste. Ja. Der erste Code war direkt hier am Safe Room. Eine 0. Der erste Code, die erste Zahl meine ich. Bam! Oh nein!
Ha! Den habe ich gut erwischt. So, der zweite Code sollte in diesem Zug sein. Bam! Oh! Warum ist denn da schon wieder so einer? Da ist ein Malmer. Noch einer. Sind das jetzt zwei Malmer oder ist das der von. Ne, das sind zwei. Ist da gerade schon wieder einer gekommen? Hä? Ich dachte gerade, da war noch ein Schlachter. Da irgendwie geht es hier gerade richtig rund. Die hören nie auf. Da kommen immer wieder neue dazu. Krass. So. Irgendwo hier muss eine Zahl versteckt sein. Hier bei diesem Wagen irgendwo, oder? War noch der Wagen und noch ein Wagen. Ah! Acht. Alright, the second number. So, und jetzt müssen wir hier dahin. Kann man das markieren? Naja, aber wir finden es schon. Schnipp, schnapp, Kopf ab. Wo ist der Eingang? Da? Ah, hier. Ich habe mich gerade gewundert, was. Wer lacht denn da so dämonisch? Jetzt ist die Shadow Lilith. Da hast du mich gut rangekriegt. Okay. Part of the door's code's around here somewhere. Fuck. Ha! Oh. Das war jetzt auch wieder ein Schlachter, aber ein modifizierter Schlachter. Habt ihr das gesehen? Der hatte überall so Stacheln rausragen. Der ist dann immun gegen. Was ist das für ein Schaden? Der hier, ne? Diese Waffe hat den. Was ist das für ein Mod? Was ist denn das? Verstümmler-Mod. Und ich glaube. Die mit diesen Stacheln sind immun gegen Verstümmler. Oder Blutung, ich bin mir nicht ganz sicher. Eins von beiden. Weil die quasi schon verstümmelt sind. Ich verstehe die Logik einfach nicht. Aber ist ja Wumpe. Die Zahl ist hier. Und die letzte müsste dann hier jetzt in dem großen Raum sein.
Was so für Blut überall sein muss. Oh. Ich hasse die Viecher. Wobei, ich muss sagen, Ground Pound hilft. Ich bin überrascht, dass es so gut funktioniert. Wer ist das? Shadow Level hat wieder einen Sticker gemacht. Und das schreckt mich hier jedes Mal. Das machst du doch mit Absicht, oder? Der wussten sie mal, freut sich. Herrlich. Wer solche Freunde hat, ne? Der braucht keine Feinde mehr. Geht hier irgendwo eine Zahl? Ah! Got the whole code. Time to free Nadia. Or zombie Nadia. Ja, Nadja wird sowas von tot sein, das wissen wir doch jetzt schon. Es wäre mal echt eine schöne Überraschung, wenn ausnahmsweise mal eine der gesuchten Personen überlebt. Aber, was soll das? Ich musste den Code nicht mal eingeben. Ich bin einfach nur in die Nähe der Tür gekommen. Die Tür war schon offen. Nadja steht da als Screamerin und lockt extra Gegner an. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich habe so die Hoffnung, dass sie vielleicht noch lebt, weil sie eingeschlossen war. Naja, so viel dazu. Oh. Schade, schade, schade. Aber warum war die Tür offen? Wozu habe ich den scheiß Code gesammelt, wenn die Tür dann einfach automatisch aufgeht? Ich werde gerufen. Ist das ihr Abschiedsbrief oder sowas? Ausklappen. Ich hab's getan. Die Tür ist abgeschlossen. Ich fühle mich nicht gut. Mein Kopf dröhnt. Aber der Biss tut nicht mehr weh. Okay, die war schon gebissen. Vielleicht ist das schon das Delirium. Wie fühlt sich Delirium an? Ich sehe die ganze Zeit Mom und Dad vor mir. Mit ausgestreckten Armen. Verständnislos. Ich werde nicht mehr lange ich selbst sein. Ich könnte nicht damit leben, sie zu verletzen. Werden die Lichter heller? Hinlegen ist gut. Der Boden ist kalt. Ich wünschte, er würde sich auftun und mich verschlingen. Was ist das für ein Krach? Da unten. Ruft mich. Will mich. Nicht wirklich beängstigend. Einladend. Vielleicht soll ich auch da unten sein. Zwischen Trommeln. Ivy viel lauter. Psch. Hören klingelt. Hoffe, jemand kommt. Bitte. Komm jemand. Oh, es passiert. Das Ende der Notiz sieht aus wie die Schreibübung von einem Kind.
Als ob die Form der wiederholten Buchstaben wichtiger wäre als der Inhalt. Ja, aber was ist denn dann der Text Nummer 4? Wenn das jetzt schon die Nummer 3 war. Hier gibt's noch einen. Nadias Dankeschön. Taktisches Schwert. Überlegene irgendwas Mod für Nahkampfwaffen. Und ein Dankebrief. Der Code für die Tür ist auch der fürs Schließfach. Alles darin gehört dir. Ich weiß, dass du mich nicht wirklich dafür, dass ich mich nicht wirklich dafür revanchieren kann, was du für mich getan hast. Sieh es als Geste. Okay. Also, wie schon ganz am Anfang beim ersten Text, ich mir gedacht habe, sie wollte getötet werden, weil sie wusste, sie wird sich verwandeln. Konnte sich aber selbst nicht umbringen. Okay. Nächste Quest. Warum ist die Tür zugegangen? War jemand hier? Und hat sie zugemacht? So, Heugabe können weg. Ich kriege halt nichts mehr auch raus, ne? Alle Materialien, die wir rauskriegen, haben wir schon. Schade. Kann ich es auch verkaufen gehen. Aber keine Ahnung, was ich mit dem Geld anstellen soll, um ehrlich zu sein.